So, herzlich willkommen zum 19. Let's Play von Castlevania Circle of the Moon. Im vorigen Let's Play haben wir den Tod besiegt und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt weil wir eine neue Fähigkeit gekriegt haben. Ja, vorher sind wir hier abgesoffen. Und das nicht zu knapp. Ja, ist immer noch rot. Wupp, jetzt ändert sich das. Jetzt wird's blau. Ja. Schon besser. Eine Frozen Shade. Da sind die Flammen sehr gut. Das sind die Herzen damit. Auch wenn wir die kaum nutzen. Ja. Charlina. Marmen. Vorher war das fast, war das nahezu unmöglich, hier durchzukommen. Ja. Man ist zwar nicht gleich komplett abgesoffen, aber... Man hat permanent Schaden gekriegt, wenn man mit dem Wasser in Berührung kam. Ja. War fast so was, fast schon so was wie Gift. Ja. Du da unten willst uns einfrieren? Nee. Da mach was dagegen. Oh, der hat auf jeden Fall eine Karte, der Typ. Die Eisrüstung? Ja. Und auch noch eine, die wir noch nicht haben. Ja. Lass uns das gleich mal checken. Was für eine Karte die Eisrüstung bereithält. Das war nochmal. Encyclopedie Enemies. Ice Aimer. Ah, jetzt müsste er gleich kommen. Ah. Da ist er, ja. Der Ice Aimer X. Neptun, kriegen wir von ihm. Alle Wasser. Hm, passt irgendwie. Ja, man hätte aber auch den Eis nehmen können. Theoretisch ja, aber praktisch. Ja, klar. Oh. Oh, wenn man in die Front ist, dann kriegt man auch wirklich ordentlich Schaden. Da kommst du erstmal nicht weiter. Gehen wir nächstes nochmal. Ich glaube, hier so war das sogar auch, wo wir abgekackt sind. Ja. Werdet ihr dann, ja dann sehen, wenn ihr euch das Video anschaut. Wir haben die drinne gelassen. Ja. Auch wenn wir eigentlich immer bemüht sind, keine Tods zu zeigen. Ja, jedenfalls bei Rollenspielen, ja, man weiß ja ein Hackens. Außer natürlich, wenn der. Wenn das, ui, da hast du auch schon. Da haben wir den Neptun. Gleich mal sehen, was der zusammen mit Feuer, mit Salamander bewirken konnte nochmal. Wenn das nicht gerade ein Combo war. Ja. Das kann man auch in der Enzyklopädie nachgucken. Die Götter sind in der unteren Reihe. Genau, das. Ich glaube, das war ein Combo. Ja. Aber einfach mal rein in die Enzyklopädie. Das können wir später machen. Hm. Jetzt kommen wir auch hier hoch. Ja. Da kommen wir daran, ja. Scheint auch sehr effektiv zu sein. Ja. Bei Feuer und Eis verhält das sich genauso wie bei Pflanze. Oh. Ah, hier nichts, ist ja kein Fisch drin. Kein Spierfisch. Aber ein geheimer Gang mit einer Frozen Shade und Mana. Ja. Weil so viele Mana, da können wir bald richtig rumasen. Mit den Zaubern. Oh. Ah ja, das ist das hier. Da müssen wir die Eispeitsche verwenden. Ja. Eis- oder Steinpeitsche. Das war genau er, Merkur und Schlange oder... Hä? Hä? Was?
Achso, ich. Du hast vergessen, das zu aktivieren. Das ist eine Frozen Shade. HP Max. Also hat das hier nichts wirklich gebracht bis jetzt. Außer HPs, aber. Ja. Je mehr, umso besser. Je mehr HP und MP, umso besser. Für die Videos. Umso geringer kommen, umso seltener gehen wir K.O. Ja, auch. Genau reingejumpt in sein Eisbär. Oh, und ah, da unten ist noch ein Weg. Mhm. Ganz rechts ist noch was. Oh, immer die Boden noch auf wie frisch. Durch die HP-Karaffe, ja. Achso, ich wollte schon sagen. Hast gedacht, dass da sich ein Weg geöffnet hat? Ja. Ja. Und jetzt immer nach links gucken. In der Dark. Ein verstärkter Schadin. Frozen Jade. Der ist genau reingejumpt in das in den Flammenball. Ja, der wollte sich selber opfern. Hat er auch gemacht. Puff! Aber das hier ist eigentlich widersprüchlich. Feuer stark gegen Wasser. Ja. Oh, die haben eben ein bisschen Nahrung rausgerückt. Ja, etwas Fleisch. Das war wieder eine Frozen Shade. Klack. Da hat sich ein Eisball der Frozen Shade erwischt. Manchmal werden die abgewehrt, aber nicht immer. Nee. Mit den Eisbären. Boah, jetzt streuen die aber ganz schön. Ich glaube mal, ja, das liegt daran, weil keine mehrere da sind. Von den Frozen Shades. Pack ich da einen Schuh. Ja. Boah, der war echt knapp. Ja. Ist unter dir lang geflogen und genau in dem Moment war zum Glück ein Feuerball da. Oh, eine Witch. Aber nicht Scarlet Witch. Ja. Mann, die geht aber, die säuft ja schon schnell ab. Ein bisschen zu schnell schon für unseren Geschmack, ja. Ja. Den Schalter bediene ich noch nicht. Also, mal gucken, ob hier noch was da. Auchi! Da, einmal ein Fall berührt, ist sie lieber. War das mal eine Hexe? Ah, da oben da ist er. Da ist Mana. Ja. Muss man nur einen Weg dorthin finden. Ja. Sogar ein Peitschenhieb reicht aus, um Weg zu besiegen. Ja. Vielleicht müssen wir den doch aktivieren, um da hochzukommen. I don't know. Ja, ja. Auf jeden Fall müsste das Ding jetzt hinten nach oben gehen. Nach oben gegangen sein, meinst du? Ja. Aua. Das wäre. Herfisch hat dich aufgespießt, ja. Ja. Dann lassen wir nicht gefahren, so. Dafür ist er gegrillt. Ist ja eh nur noch ein Skelett gewesen. Gucken, ob sich hier was geändert hat. Nee.
Ist doch da drin was gewesen. Weiter oben waren die doch. Warte, und jetzt wissen wir, ob wir bei denen nochmal machen müssen. Ah, ganz unten haben wir auch noch nicht geguckt. Ein Speicherpunkt, schon mal gut. Schon mal gut. So haben wir Neptun immerhin gesichert. Ja. Und ja auch die aufgedeckte Map. Ein Fischkopf. Oh, up the witch. Aua. Du hast sie besiegt, aber sie hat auch dich erwischt. Ja. Noch mehr Mana. Im Wunder, ob unser Zauber nicht mehr runtergeht. Selbst wenn wir stärker haben. Die MP-Punkte. So, ja. Ah, wird auch gleich mal gesichert. Die extra Mana, die du gerade eingesammelt hast? Ja. Wie gesagt, das nächste Ziel der. Das nächste Boss-Ziel, das dürfte. Camilla sein. Ja. Tatsache, jetzt kommen wir nicht da oben zu den Items rein. Da. Zu den Elfen. Ja, der schaltet doch was gebracht. Theoretisch bringen alle Schalter irgendwie ein bisschen was. Mit diesen Schaltern hier werden ja alle von diesen Kisten bewegt. Ja. Von denen hier. Tschüss, Hexe. Wir lassen uns auch nicht von der Hexe verhexen. Ja. Aua, Volltreffer. Ja, klar, die hat uns auch getraut. Nee, ich dachte mal, ja. Die hat dich ja erwischt, als du aufgetaucht warst. Nur, dass du nicht sofort wieder eingefroren wurdest. Hm, wir müssen doch den Einschalter betätigen, der da oben noch war. Aber dachte, er war nicht für den Raum schon. Die Schalter sind für alle Räume. Es werden alle Teile bewegt. Die du ja gesehen hast. Auch wenn man oftmals nur ein paar sieht, aber es werden alle verschoben. Alle in den gesamten Bereich hier. Sieht mir fast aus wie die Kanalisation. Was meinst du? Ja. Level up! Mehr Power. Da kannst du ja den Mannsprung verwenden, um da hochzukommen. Ich glaube, das ist eine Sirene. Ja, Sirene. Und die hat auch einen. Hat auch eine Karte. Ja. Dann wird die später noch gefahren. Genau. Außer natürlich, wenn wir sie im Laufe des Spiels erhalten. Obwohl wir nicht gezielt darauf gehen. Nicht wahr? Sind wir jetzt zurückgegangen?
Ja, also mit dem Dach. Oh, war noch ein Schalter gewesen hier. Die Frage ist, wo? Nicht wahr? Seid ihr mal hier unten? Ah, ja. Da ist er doch. Vorher kontrolliere ich nochmal. Ui. Oh, nice, Dämon. Hm, der haut auch rein. Und das nicht so knapp. Ex-Mensch, Herz. Lässt auch eine Karte fallen, aber die haben wir schon. Ja. Boah, ist sehr dämlich. Hat sich verteilt, aber hinter ihm war das Feuer halt. Und somit ist er Ax. Hat er Ax gemacht, stimmt's? Ja. Ah, hey, die Teufelshände. Ah, die sind zum Glück nicht so fies hier. Das ist jetzt nicht so, wenn man gegriffen wird, dass man runtergezogen wird. Doch, man wurde etwas runtergezogen. Da kommen wir wohl erstmal nicht dran. Weiterpunkt. Der dürfte der Boss hier nicht mal weit sein, aber der Boss also unten. Wenn... Camilla. Ja. Da kriegt man dann nämlich die Rock Fever. Und wenn man die hat, dann kommt man eigentlich überall dann hin. Wenn man die Rock Fever hat. Ja. Ja, hier ist der Boss. Ja, da wartet Camilla auf uns. So, da würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video erstmal war. Und wir sehen uns im nächsten. Und tschüss. Ciao.